Mein Name ist Pater Dietrich von Stockhausen. Ich komme seit 1985 nach Medjugorje und bin das erste Mal hierher gekommen, eigentlich durch das Zeugnis meiner Mutter, dass sie meinen Geschwistern oder meinem Bruder vor allen Dingen mit seinen Kindern gegeben hat über Medjugorje. Sie war hier mit einem Pilgerbus und hat so begeistert von Medjugorje erzählt, dass im Jahr drauf die Kinder meines Bruders einen Bus voll Jugendlichen zusammengerufen haben und sie mich gefragt haben, dass ich sie begleite nach Medjugorje als Priester, was ich natürlich gerne getan habe, einerseits um die Jugendlichen willen, aber andererseits um auch selbst Medjugorje kennenzulernen. Und diese Erfahrung mit diesem Bus von 45 Jugendlichen war für mich umwerfend, kann ich sagen, weil sie alle wirklich religiös aufgeschlossen worden sind durch die Anwesenheit der Gottesmutter. Anders kann ich das nicht verstehen. Sie waren also für Gebet, für religiöse Vorträge und für den Empfang des Bußsakramentes, selbstverständlich der täglichen Heiligen Messe, waren sie alle offen und voll Freude dabei und kamen erfüllt von Medjugorje wieder nach Hause zurück. Sodass ich mir dann gesagt habe, 1986, ich war damals Pfarrer in Südbaden in der Pfarrei Waldshuttingen-Gurtweil, du kannst eigentlich nichts Besseres tun, als mit deiner Pfarrei nach Medjugorje zu fahren und versuchen eben auch die Ministranten, Jugendliche und aber auch junge Familien zu werben, dass sie nach Medjugorje kommen. Und das habe ich dann tatsächlich von 86 bis 91 machen können, bis eben hier im Juni, am 24. Juni 91 der Krieg ausgebrochen ist und damit diese Phase für meine Pfarrei und die Pfarreien und die Leute aus der Umgebung eben dann abgeschlossen waren und wir hier viele, viele positive Erlebnisse und Erfahrungen machen konnten. Die Mutter Gottes ist wirklich gegenwärtig und hat die Herzen unendlich vieler Menschen hier erreicht. Dass wir heute diese großen Pilgerzahlen haben, ist ja auch nur eine Frucht, eine Visitenkarte dafür, was hier geschieht. Als 1991 der Krieg ausbrach, wurde ich versetzt von Schwarzwald nach Österreich. Unsere Gemeinschaft, die Brüder vom gemeinsamen Leben aus Mariabronn, hatten von Bischof Capellari den Auftrag bekommen, die Kirche Maria Saal, die Wallfahrtskirche Maria Saal zu betreuen, die Pfarrei und auch die Wallfahrt. Und dort war ich dann bis 1995 tätig, zunächst als Pfarrer in Maria Saal, dann aber als Spiritual- und Religionslehrer in dem nahegelegenen Seminar, kleinen Seminar Tanzenberg, in dem eben das von der Kirche geführt wurde. 1995 durfte ich dann diese Tätigkeit beenden. Es war mir eine innere Freude auch, weil ich auf diese Weise aus dieser Arbeit, die mir nicht so lag, wieder herausgekommen bin. Aber in dieser Zeit habe ich eben auch, weil es ja nur 500 bis 600 Kilometer von Medjugorje entfernt ist, habe ich mit der Schule, mit der Pfarrei Maria Saal, haben wir begonnen, ab Weihnachten 92 mit Hilfstransporten nach hier zu fahren. Wir haben gesagt, wir haben so viel Gnaden und Hilfe der Mutter Gottes hier für unser geistliches Leben empfangen. Jetzt wollen wir uns bei den Menschen, die diese Botschaft angenommen, aufgenommen haben und weitergegeben haben, wollen wir uns revanchieren und ihnen auch helfen in dieser Notzeit, die durch den Krieg dann hier entstanden ist. Und in dieser Notzeit sind wir immer mit unseren Lastwagen-Hilfstransporten nach Medjugorje gefahren und die Franziskaner hier in Medjugorje haben uns dann in die Pfarreien, in die Orte geführt, wohin dann diese Hilfsgüter hinkommen sollten, wo also eben die Not doch groß war und das haben wir ja auch gesehen und erlebt und dann eben
dort Hilfe geleistet werden konnte, aber immer unter der Obhut und unter der Führung der Franziskaner von Medjugorje. Bei dieser Gelegenheit habe ich dann wirklich Freundschaft schließen können mit dem damaligen Pfarrer von Medjugorje, Pater Ivan Landecker, und natürlich auch vor allen Dingen mit Pater Slavko Barbaric, der damals ja hier schon war und gewirkt hat in Medjugorje. Und das hat mich dann dazu bewogen, 1995, wie ich dann nach gut 20-jähriger Tätigkeit als Priester in meiner Ordensgemeinschaft das Angebot des Sabbatjahres bekam, dass ich gebeten habe, dass ich dieses Sabbatjahr hier in Medjugorje verbringen darf. Und das wurde mir dann auch genehmigt. Und so kam ich im Oktober 1995 dann für ein Jahr, und das wurde mir dann nochmal um ein Jahr verlängert, bis zum 1. September 1997 kam ich dann nach Medjugorje und lebte hier mit den Franziskanern mit und konnte eben die deutschsprachigen Pilger begleiten und vor allen Dingen durch das Bußsakrament, das ja eine unglaubliche Anziehungskraft hier hat bei den Pilgern, indem die Mutter Gottes an den Pilgern arbeitet. Und das ist für mich das größte Wunder von Medjugorje. Die Mutter Gottes sagt ja, wenn ihr euch auf den Weg macht, nach hier zu mir zu kommen, dann kann ich an euren Herzen arbeiten. Und das hat sie wirklich wunderbar gemacht, indem man eben gemerkt hat, wie sie die Menschen ja fast in den Beichtstuhl geführt hat und gedrängt hat. Ich habe viele Beichten damals erlebt, dass die Leute mir sagten, wo muss ich denn jetzt hier machen, was soll ich denn? Ich habe nur gespürt, dass ich hier rein muss zu ihnen, aber was ich jetzt machen muss, das weiß ich gar nicht. Das müssen sie mir jetzt helfen und mir das sagen. Und so habe ich hier gerade an den großen Wallfahrtstagen oft ja tagelang und die halbe Nacht dazu Beichte gehört. Es war ein unglaubliches, wunderbares Erlebnis für mich auch, dieses Wirken der Gottesmutter an den Herzen der Menschen zu sehen. Man kann das vielleicht auch so sagen mit den Tränen. Das habe ich wirklich, es ist mir tief eingegangen und habe ich wirklich erfahren. Es haben viele Menschen geweint im Beichtstuhl, haben aber nicht geweint aus Leid und Kummer, sondern aus Freude und Dankbarkeit, dass sie all das Schwere, Leidvolle, was sie auf ihrem Herzen hatten, dalassen konnten und dann voll Freude aus dem Beichtstuhl wieder rausgegangen sind und mich umarmt haben und gesagt, jetzt beginnt für mich ein neues Leben. Und das habe ich nicht nur bei Älteren, sondern eben auch bei vielen Jugendlichen erlebt, besonders beim Jugendfestival, was ja damals schon 1998 begonnen hat, mit dem Pater Slavko, der das eingeführt hat, eben am Tag der Mutter Gottes, das war der 5. August, ihr Geburtstag, das hat sie ja 1984 hier gesagt, dass das ihr 2000. Geburtstag war, dass man in allen Sprachgruppen eben 2, 3 Lieder zur Ehre der Mutter Gottes singen durfte. Und ich meine, mich zu erinnern, dass daraus dann langsam das Jugendfestival entstanden ist. Und dann die Zeit, in der ich eben hier war, habe ich selbst natürlich auch diese Erfahrungen machen können und dürfen, wie sehr die Mutter Gottes uns liebt und wie sehr sie sich danach sehnt, durch uns zu wirken und uns als Werkzeuge wirklich zu brauchen, ihre Liebe den Menschen, natürlich als Priester besonders, zu vermitteln und zu schenken. Diese Botschaft habe ich bis heute bewahrt und behalten. Und wie ich dann eben die nächste Stufe des Wirkens der Mutter Gottes empfangen habe, war 1997, wie ich zurück musste in unser Kloster nach Mariabronnen am 1. Oktober. Mitte Oktober kam der Weihbischof Radspieler von Bamberg zu uns ins Kloster und fragte, ob wir nicht die seelsorgliche Begleitung der neu zu errichteten Gebetsstätte in dem Erscheinungsort Heroldsbach übernehmen könnten.
Und das war für mich, das kann ich ehrlich sagen, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich war jetzt 2 Jahre hier in Medjugorje und habe unter der Leitung von Pater Slavko vor allen Dingen wirklich die Wallfahrtsseelsorge auch gelernt und mich einüben können. Und kaum bin ich wieder zu Hause, kommt der Bischof von Bamberg und sagt, er würde gerne sehen, dass wir diese Seelsorgestelle dort übernehmen. Wir haben das angenommen und seit dem 13. Mai 1998 war ich dann zunächst alleine als Seelsorger in dieser Gebetsstätte und dann wurde sie aber sehr schnell gewachsen auch und wir sind heute mit 3 Priestern dort tätig und freuen uns, dass wir eben die Menschen zu dieser Liebe der Mutter Gottes führen können und das, was sie hier wirkt, auch natürlich in kleinen Schulen und in kleinen Abschnitten auch in Heroldsbach geschieht. Wir haben dort seit 2009 die eucharistische Anbetung rund um die Uhr. Wir haben in Heroldsbach das Medjugorje-Programm. Wir beten also vor jeder heiligen Messe 2 Rosenkränze in der Zeit, in der ich dann im Beichtstuhl sitze und dann die heilige Messe mit Homilie, mit Ansprache und nach der heiligen Messe wieder den 3. Rosenkranz und dann eben auch die verschiedenen Gebetsaktionen mit Kreuzweg und mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz, das machen wir auch regelmäßig. Und wir freuen uns wirklich für diese, durch die innere Verbindung von Medjugorje und Heroldsbach. Das ist wirklich eine Fusion geworden für unseren Bereich jedenfalls. Und ich bin jetzt am 13. Mai 2023 25 Jahre in Heroldsbach und wir feiern mit dem Bischof der Diözese dann das silberne Jubiläum dieser Gebetsstätte. Und ich bin der Gottesmutter von Herzen dankbar, dass sie mich als ihr Werkzeug für den Aufbau auch dieser Gebetsstätte in den Dienst genommen hat. Und ich freue mich, solange ich kann, möchte ich diesen Dienst weiterführen. Und danke der Gospa für ihre Berufung, die sie mir durch Medjugorje geschenkt hat.